Muss ich erstmal Zähne putzen. Das hat schon mal oberste Prio, ja. Ohne Zähne putzen geht gar nichts. Leute, putzt eure Zähne, das ist wichtig. So, dann schmecken wir uns ein bisschen. Ich habe auch schon heute den DM-Haul und den New Yorker-Haul für euch gedreht. Ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte wirklich gar keinen Bock, aber ich habe es für euch gemacht. So. Mein ganzes Outfit heute ist auch von New Yorker, by the way. Die Hose ist so fucking baggy, dass ich die so festbinden musste mit so einer Schnur. Heute der Teufel unnormal. Ich freue mich so doll, meinen Freund einfach wieder zu sehen. Was machst du heute? Ich habe keine Ahnung, was ich heute mit Oma mache. Keine Ahnung, aber ich fahre heute wieder zurück nach Berlin und sehe da meinen Freund wieder und da freue ich mich drauf. Das wird super. Ja. Genau, und dann gehen wir heute Abend noch ins Kino. Was habt ihr gestern noch gemacht? Ich habe ein bisschen gehäkelt und gelesen und das war's. Die Kinder schauen wohl schon. Ich habe die wirklich, seitdem ich 4 oder 5 bin. Wirklich. In welchem Film? Smile 2. Genau, ich habe schon verschiedene Sachen gehört. Manche meinten es todeslangweilig, manche meinten es krass. War ich nicht erschrocken? Achso, ja doch. Okay, das ist nasty. Egal. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, wir haben so ein Bündnis. Ja, sorry. Ja, Karies ist euer Bündnis. Lieben wir. Ja, egal, Leute. Ich habe ein richtiges Zahnpasta-Lächeln. Mein Zahnarzt liebt mich, also alles easy. Alles easy. Was mit der Zahnbürste? Ach, ich habe die schon mehr als ein Jahrzehnt. Aber keine Ahnung, wir können uns irgendwie auch nicht trennen. Ich weiß nicht. Wir können uns nicht trennen. Wo ist dein Freund? Das wüsste ich auch gerne. Nein, mein Freund ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er im Büro ist oder hoch oder bei sich zu Hause im Homeoffice. Irgendwo da wird er sein. Ich hätte ja gucken können. Ich habe ihn heute noch gar nicht geortet, Leute. Wie kann ich nur? Wie oft wechselst du die? Meine richtige Zahnbürste alle 2 Monate ungefähr. Wird mal wieder Zeit für eine neue. Aber hier ist was anderes. Hier ist was anderes, wisst ihr? Oh Gott, das Zimmer hier, wo ich gerade lebe, sieht schlimm aus. Nike findet so eine Hose nicht schön an dir. Das ist mir von der Tendenz her tatsächlich echt richtig egal. Was ist das für eine Aussage? Bin ich hier auf eine Styleberatung angewiesen oder wie sieht's aus? Oh, warte. Ich brauche jede 2 Wochen eine neue Zahnbürste. Echt? Wirklich? Alle 2 Wochen? Okay. Jetzt fühle ich mich schlecht. So. Gehen wir mal die Haare. Wie lange hast du Urlaub? Ich habe noch die ganze Woche Urlaub. Bist du nicht in deiner Wohnung? Nee, ich bin bei meinen Großeltern. Danke, Lara, fürs Folgen. Wo ist deine Oma? Meine Oma ist, glaube ich, unten. Im Wohnzimmer. Ich wechsle die auch alle 2-3 Wochen. Puh. Da muss ich mal neue kaufen gehen. Ist dein Bauchnabelpiercing schief gestochen? Eigentlich nicht. Alter, warum, was darf ich mir heute anhören? Deine Hose, dein Bauchnabelpiercing. Warum geht ihr so auf mich rauf, Leute? Mein Bauchnabelpiercing ist super. Ich bin super.
Alles an mir ist super. Boah, ich glaube, ich muss meine Haare heute gar nicht so wirklich nachglätten. Ich finde, das geht voll. Kann man voll machen. Dankeschön für die Teamherzen. Wo hast du dein Piercing? Ich habe mein Piercing von... Ah, hier vorne die Strähne gefällt mir nicht so. Ich habe mein Piercing von Shein. Ich bestelle meine Piercings immer bei Shein, auch wenn es nicht gut ist. Weil es wahrscheinlich nicht super, super, super Hautdingens ist. Aber ich komme tatsächlich mit Shein Piercings super klar, zum Glück. Und dadurch, dass ich mit denen klarkomme, denke ich mir halt auch so, okay, warum soll ich 20 Euro für ein Piercing ausgeben, wenn ich dafür 20 Piercings haben kann, gefühlt. Und übrigens, es gibt ein Update zu meinem Shein-Paket. Das liegt bei meinem Nachbar schon seit 2 Wochen. Und ich war ja voll verzweifelt. Ich habe ja irgendwie 100-mal geschrieben. Nicht geschrieben, geklingelt. Ich habe dem ja sogar einen Zettel geschrieben und in einen Briefkasten geworfen. Ich war ja wirklich verzweifelt. Ich habe auch die anderen Nachbarn gefragt und alles. Und der Nachbar hat mir heute geschrieben, hi, ja, wir waren im Urlaub, wir sind seit gestern zurück. Wo ich mir so denke, schön, toll, hättest du ja auch mal einen Ton sagen können, bevor du mein Paket annimmst und einfach gehst. Einfach weg. Danke. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Urlaub. Also, warte, steht hier voll. Danke. Man muss die Extensions wieder hochsetzen. Irgendwann so. Wann mache ich das? Irgendwann im Dezember, glaube ich. Urlaub. Mann, Leute, hört auf damit. Ich werde immer Urlaub sagen, immer. Ich brauche auch mal neue Beautyblender. Ich glaube, meine Beautyblender sind viel schlimmer als der Fakt, dass ich hier eine Zahnbürste habe, die ich schon habe, seitdem ich 4 bin. Ich schwöre, das ist schlimmer. Wann bist du denn auf dem Date? Ich glaube, wir wollen so 20 Uhr ins Kino gehen. Ich muss noch die Karten holen. Ich muss nur noch mal mit ihm sprechen, ob wir in Potsdam ins Kino gehen oder in Berlin. Genau. Girl Jeans sieht so gut aus. Danke, endlich wieder sagt's. Endlich sagt's mal jemand. Ich finde halt den Schritt nicht ganz so geil. Aber die ist halt baggy so. Wie soll die sonst setzen? Aber Smile hoch, warte. Smile 2 lohnt sich. Aber ich habe den auch 20 Uhr geschaut und ging bis 30. Ja, das geht ja. Das ist ja gut. Ja, weil mein Boyfriend, der muss ja arbeiten. Einen Tag später und ein Jahr später. Liebe Baggy Jeans. Ich habe mir Baggy Jeans, also ich finde Baggy Jeans ultra fancy bei anderen vor allen Dingen. Bei mir geht so. Aber ich habe die mir zugelegt, damit ich mich wohler fühle, wenn ich durch Neukölln eier. Ich fühle mich in einer Sportleggings, in so einer TVO fühle ich mich nicht ganz so wohl. Ja, deswegen habe ich mir jetzt meine Baggy Jeans zugelegt. Verstehe einfach nicht ganz diese Rumpfung. Fummel ich an meinem Bauchnabelpiercing viel rum? Ich finde eigentlich eher nicht so. Finde nicht, dass ich das mache, wenn ich mal ganz kurz hier was sagen darf. Oh, das ist von meiner Oma. Schläft Fobi heute wieder bei dir? Naja, es kommt halt drauf an, wo wir ins Kino gehen. Ne? Also wenn wir Berlin ins Kino gehen, dann schläft Fobi wahrscheinlich nicht bei mir, sondern ich bei ihm. Aber wir schlafen heute auf jeden Fall gemeinsam. Ich brauche doch meine Fori-Maus. Ich schwöre, die letzten 2 Nächte, ich war so oft wach. Wirklich so oft wach. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, meine Oma, die hat hier so einen Blush von Alcina. Der ist so gut. Der ist wirklich so geil. Nee, oftmals ist es nicht, hä?